Wann kann ich bei dir als Lehrling anfangen? Nicht bevor du mir nicht bewiesen hast, dass du etwas taugst. Kann ich bei einem anderen Meister als Lehrling anfangen? Schon möglich, dass die anderen Meister zustimmen. Ich werde dir meine Stimme allerdings erst geben, wenn du bewiesen hast, dass du etwas taugst. Lass uns nochmal über die Sache mit dem Ork reden. Was? Ein Ork ist aber ein verdammt harter Gegner. Wenn ich dich so ansehe, könntest du recht haben. Du hast nicht viel auf den Rippen. Aber das kann ja noch werden. Trotzdem musst du mir beweisen, dass du den Mut zum Kämpfen hast. Geht's vielleicht diesmal auch eine Nummer kleiner? Hakon. Der Waffenhändler am Marktplatz hat mir erzählt, er wäre vor ein paar Tagen von Banditen überfallen worden. Die Mistkerle sollen sich irgendwo draußen am Osttor rumtreiben. Diese feigen Lumpen sollten nicht viel auf dem Kasten haben. Bring die Kerle zur Strecke. Jeden einzelnen von ihnen. Dann weiß ich, dass wir dich hier in der Stadt gebrauchen können. Wird gemacht. Jetzt gucken wir nochmal in seiner Hütte. Was hast du hier zu suchen? Oh. Du hast hier nichts zu suchen. Hier darf ich also gar nicht rein. Kluges Kerlchen. Aber da gab's auch eh nichts aus einer verschlossenen Truhe. Und er freute sich an allen Wesen gleich. Okay, hier ist dann auch der letzte Meister. Konstantino. Was willst du? Hier gibt es nichts umsonst. Ich bin auf der Suche nach einer Stelle als Lehrling. So, und bei wem willst du anfangen? Ich will bei einem der anderen Meister anfangen. Du kommst, um dir meine Zustimmung zu holen? Meinetwegen kannst du anfangen, bei wem du willst. Ich will bei einem der anderen Meister anfangen. Du kommst, um dir mein... Ich suche Heim... Wieso? Eigentlich... Dann verschwinde! Zeig mir deine Ware. Nichts, was ich jetzt brauchen könnte. Ich will bei dir als Lehrling anfangen. Bei mir? Nein. Ich hatte schon einmal das zweifelhafte Vergnügen, mich mit einem Lehrling herumschlagen zu müssen. Ich habe Jahre in seine Ausbildung investiert. Und am Ende hat der arme Narr sich selbst vergiftet. Wir fangen bei einem anderen Meister an. Was muss ich tun, damit du mich als Lehrling aufnimmst? Ich will nicht noch einen Dilettanten auf dem Gewissen haben. Es gibt eine Vielzahl von Kräutern, die in den unterschiedlichsten Variationen die unterschiedlichsten Wirkungen entfalten. Vermutlich kennst du nicht mal die Hälfte von ihnen. Hier, das ist eine Liste der wichtigsten Pflanzen. Bring mir eine Pflanze jeder Art und ich werde nochmal darüber nachdenken, dich als Lehrling aufzunehmen. Wegen der Pflanzen. Wenn du... Versteh. Okay, gucken wir uns die mal an. Heilpflanze, Heilkraut, Heilwurz, Feuernässe, Feuerkraut, Feuerwurzel, Goblinbeere, Drachenwurzel, Snapperkraut, Feldknitter, Recht, Grundstöckel. Ist der behindert, als ob ich ihm das alles bringe? Ne. Das bisschen Erfahrung, ne. Das mache ich nicht. Ganze knicken, Junge. Ich sag schon von vornherein, bei wem ich anfangen will, und zwar bei Harad. Harad der Schmied, weil ich will Krieger werden. Da unten geht's zum Hafenviertel, da gehen wir später hin. Wir laufen erstmal hier ein bisschen herum. Im anderen Teil der Stadt. Das Licht war eine Qual für Belia. Das ist Vatras. Und der Ardanus-Tempel wurde von Belia zerstört. Okay.
Adanos sei mit dir. Mit dir auch. Wer bist du? Ich bin Vatras, ein Diener des Adanos, des Behüters des göttlichen und weltlichen Gleichgewichts. Was kann ich für dich tun? Erzähl mir etwas über den Ring des Wassers. Und warum sollte ich das tun? Kavalorn hat mich zu dir geschickt. Und was hat er dir erzählt? Er sagte, ihr braucht dringend mehr gute Leute. So. Also willst du dich uns anschließen, mein Sohn? Erzähl mir etwas über den Ring des Wassers. Und warum sollte ich das... Ich habe hier einen Brief für dich. Für mich? Ja, aber... Er ist ja geöffnet. Hoffentlich ist er nicht in die falschen Hände geraten. In der Tat, das ist eine wichtige Botschaft, die du mir da übermittelt hast. Ich frage mich, wie du an diesen Brief gekommen bist. Von Kavalorn, dem Jäger. Kavalorn? Wo ist er? Er sagte mir, ich solle dir ausrichten, dass er es nicht mehr geschafft habe und auf dem Weg zum Treffpunkt sei, was das auch immer heißen mag. Ich sehe, dass du Kavalorns Vertrauen gewinnen konntest. Das spricht für dich, mein Sohn. Ich habe hier eine Steintafel. Kannst du mir mehr darüber sagen? Das sind Artefakte der alten Kultur, die wir seit einiger Zeit untersuchen. Es gibt verschiedene Arten davon. Einige enthalten Informationen über die Geschichte des alten Volkes. Und genau an diesen bin ich interessiert. Bring mir davon alle, die du finden kannst. Ich werde dich angemessen entlohnen. Ich habe noch eine Steintafel für dich. Gut. Hier, nimm ein paar Tränke als Belohnung. Okay. Nee, warte, warte. Was war dann noch alles? Ich will mich dem Ring des Wassers anschließen. So? Dann hast du ja schon die erste Bedingung dazu erfüllt. Was meinst du damit? Naja, du hast jemanden in den Reihen unserer Kinder, der dich vertraut. Sonst würdest du sicherlich nicht davon wissen. Aber ich weiß gar nichts über dich. Was willst du wissen? Nun, du könntest mir erzählen, wo du herkommst und warum du in die Stadt gekommen bist. Ich komme mit einer wichtigen Botschaft für den Anführer der Paladine. Was ist das für eine Botschaft? Während wir reden, sammelt sich eine große Armee unter der Führung von Drachen, um das Land zu erobern. Drachen? Du sprichst von Wesen, die bisher nur in Sagen Erwähnung finden. Woher weißt du das? Ich bin mal offen gegenüber Vatras. Xardas, der Magier, hat es mir erzählt. Er hat mich geschickt, die Paladine zu warnen. Der Dämonenbeschwörer. Er lebt also. Und er hat dich losgeschickt? Wer bist du eigentlich? Ich bin ein ehemaliger Gefangener der Strafkolonie von Korinnes. Gut. Fassen wir mal zusammen. Du bist ein ehemaliger Gefangener, der von Xardas, dem Dämonenbeschwörer, erzählt bekommen hat, dass Drachen gekommen sind, um das Land zu erobern. Und du bist gekommen, um den Paladinen davon zu berichten. Das hört sich alles sehr abenteuerlich an, aber ich kann nicht erkennen, dass du mich anlügst. Daher muss ich annehmen, dass deine Beweggründe ehrlich sind. Ich will dir eine Chance geben, dich dem Ring des Wassers anzuschließen. Was muss ich tun, um mich dem Ring anzuschließen? Du musst wissen, dass du große Verantwortung übernimmst, wenn du dem Ring angehören willst. Ich bin nicht gewillt, jedem, der zu uns kommt, der Bitte um Aufnahme zu entsprechen. Wenn du dem Ring angehören willst, musst du beweisen, dass du auch so handelst wie einer von uns. Und das heißt? Bevor wir einen jungen Mann in unseren Dienst stellen, muss er etwas Großes für den Ring vollbracht haben. Erst dann kann ich in Erwägung ziehen, dich für die Erhaltung des Gleichgewichts der Kräfte auf dieser Insel einzusetzen.